herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der fliegende Postbote ist mal wieder unterwegs. Und zwar haben wir hier eine Lieferung Aluminium. Ich feiere das Wort bis heute. Für Benny. Benny hat nämlich ein neues Projekt. Kein Spaß, er war ein einziges Mal mit mir zusammen auf dem Bilsterberg und ist sofort komplett ausgerastet. Er muss unbedingt ein Track-Tool bauen, dreht komplett durch. Also ist wirklich, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wieder nichts original bleibt in kürzester Zeit. Vielleicht 3-4 Monate her. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein. René zeigt euch einen kleinen Porn und dann stellen wir euch die Details vor. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ist das ja wieder fast straßenkonform hier geblieben. Fast. Nee, Benny baut ein BMW E36 Limo Track Tool. Mhm. Ich habe gerade schon gesagt, eigentlich waren wir nur einmal auf dem Bilsterberg zusammen. Wir haben im Vorfeld schon so drüber gesprochen, dass es wird dein Leben verändern, so ungefähr. Mhm. Und es war ja auch, kann man ja eigentlich sagen, so. Ne? Genau danach eigentlich angefangen. Das Auto gab es schon. Mhm. Das hatte ich halt schon in meinem Besitz immer auch vorgehabt, aber halt auch nie so Kumpels gehabt, die sich damit beschäftigt haben, die auch so aktiv fahren. Jetzt fährst du ja seit dieser Saison. Und jetzt muss man noch dazu sagen, du bist ja nur mit den X3M eigentlich sogar fast im Regen gefahren. Mhm. Da weiß ich ja selber, das wäre noch ganz was anderes gewesen, wenn es so ein typischer Samstag gewesen wäre, wo alle am Ballern sind. Ne? Ja, okay, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ich finde es geil, weil genau sowas brauchen wir. Normalerweise findet man sowas mehr so Nordschleifenregionen. Mhm. Da gibt es ja viele, die Westwood diese BMWs bauen. Mhm. Hier bei uns eher weniger. So, erzähl mal ein bisschen was. Warum E36? Warum Limo? Was hast du dir überlegt und so weiter? Ja, ich fand das Auto allgemein halt optisch erstmal schön. Ich finde, das ist ein wirklich zeitloses Auto. Ich bin auch damals wirklich relativ viel BMW gefahren. Mhm. Hatte bestimmt 4 oder 5 E30. Und dann dachte ich mir irgendwie, willst du einen Drifter? Also ich habe das Ding eigentlich geholt zum Driften. Ihr habt das auch ein bisschen gemacht, natürlich, klar. Ganz simpel hinten mit Schutzgas, zugebraten, Stiff und sowas. Ja, aber Rennstrecke nie wirklich gefahren. Auch mit zugeschweißtem Diff auf der Straße gefahren? Ja. Geht das noch? Ja. Also kannst du dann hier vorne abbiegen oder ist dann beim Abbiegen schon richtig so gestempelt? Also enge Kurven stempelst ein bisschen, aber so, sobald du so ein bisschen Speed drauf hast, ist gar kein Problem. Mega Spaß halt auch gehabt mit der Kiste. Ne? Ja. Genau. Ich mal so ein bisschen hier so, dass man ein bisschen gucken kann. Ja. Okay, das heißt, das Auto hattest du schon und hast dir gesagt, jetzt ist es an der Zeit, dass wir da mal ein Track-Tool rausmachen. Genau. Reines Track-Tool oder schon noch Straße? Ab und zu auch mal Straße. Okay. Also es soll auch noch, noch getüft werden. Jetzt nicht komplett Eskalation, ohne Licht, ohne alles. Nee, das nicht. Sondern ähnlich wie bei dem Abarth, das ist schon einigermaßen Straße. Genau, das hätte ich schon ganz gerne. Mhm. So, bevor wir jetzt auf die Technik gehen. Mhm. Das heißt, du willst mit dem Ding nächstes Jahr, Bilsterberg, Lausitzring, Spar, einfach ein paar Rennstrecken. Genau, das würde ich gerne machen. Das ist ja theoretisch aber jetzt gar nicht unbedingt dein Kundenkreis, sondern mehr einfach auch ein Hobby. Ja. Einfach Interesse, einfach Bock drauf, ballern, gib ihm. Schon auf der Straße kannst du immer weniger halt fahren. Und, man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch nicht langsam. Das stimmt. Genau. Das muss man auch immer sagen. Es gibt ja einfach Leute, die können einfach gar nicht fahren. Mhm. Bei dir war es ja auch immer so, dass du schon immer flott unterwegs warst. Ja. Ding, ne? Ja, hier ist halt so typische Rostkrankheiten, E36. Ich habe es halt gleich einfach mitgemacht. Das heißt, neue Seitenteile, unten Teil vom Schweller und sowas. Jetzt nicht, weil es halt alles komplett... Ja, doch, es war schon ein bisschen schlechter, aber, aber lieber jetzt einmal halt komplett, weil er kriegt eh komplett Lack, innen, außen. Welche Farbe? Ja, das ist jetzt Qualerei. Ich bin jetzt schon mittlerweile, ich war bei Weiß, weil da kannst du alles designtechnisch halt machen. Das ist genau meine Meinung, ja. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Bilder hin und her gucken. Vielleicht kennst du es von dir, man ist sich noch nicht sicher. Oder es würde sogar das Rot bleiben, eins von beiden passiert. Also eigentlich...
müsstest du es theoretisch weiß machen, weil du alleine auch mit deinen Firmenfarben am meisten draus machen kannst. Da kannst du halt viel draus machen. So, ne? Da kannst du querbeet alles. Ja. Plus, ich finde ja auch ultra geil, BMW weiß und die BMW Motorsportfarben. Mhm. Über, ne? Mhm. Das so finde ich halt auch das immer. Das lag mir auch im Kopf. Also eins von den beiden wird halt definitiv passieren. Jetzt fällt mir auf jeden Fall eine Sache ein. Wir haben die Wagen vergessen. Das ist kein Spaß. Also jetzt, wo ich das so sehe, hätte ich ihn wirklich jetzt gerne gerade schon einmal gewogen, wie das Ding hier steht. Mhm. Hast du echt nicht mit? Nee. Das ist ja... Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Also ich habe auch nicht dran gedacht, dass ich das Auto wiegen will, weil ich dachte, der wäre noch gar nicht so weit. Mhm. Aber jetzt ist es ja schon so, dass man das am Ende grob hochschätzen kann, was das Ding am Ende wiegt. Mhm. Egal. Kann ich dir auch wirklich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was meinst du, wiegt so eine Zelle? Ja, dann müssen wir hier von hinten rein. René, Zelle ist ein bisschen... Das ist ein bisschen also der Abarth kriegt nicht so eine Zelle, keine Angst. Das ist hier wieder mit Hinterachsabstützung. Ja. Das ist ja wirklich volles Programm. Ne? Ja, also das ist ja wirklich... Wer hat die gebaut? Ich habe das abgegeben bei der Firma 413 Motorsport. Mhm. Das ist ein Kumpel von mir und der hat jemand, der das für ihn umsetzt. Sitzt der auch an der Nordschleife irgendwo? Der ist in der Nähe von der Nordschleife. Das ist immer so, ne? Genau. Das baut man halt der macht auch sowas, ja hauptsächlich. So wie wir hier Auspuffanlagen machen und sowas, kümmert er sich um sowas. Ich sage auch, so ein Zellenbau werden wir demnächst in dem Video bei Wichers erfahren. Mhm. Da steckt natürlich schon ein bisschen Technik und Konstruktion hinter. Das glaube ich. Aber ich glaube, da zählt genauso viel Erfahrung zu. Ja. Dass mal auch was schief geht und mal so eine Zelle begutachtet, nachdem man irgendwo eingeschlagen ist oder nachdem man ein paar Rennsaisonen hinter sich hat und so weiter. Ne? Weil daraus, glaube ich, daraus lernt man. Aber klar, weil hier sieht man ja wirklich, dass das ist ja wirklich schon irgendwie fast... So, als könntest du dir eigentlich die Karosserie weglassen. Genau. Und könntest hinten hier die Achse anschrauben. Ja. Oben die Federbeine dran. Das heißt, hinten ist die Karosserie eigentlich wirklich nur noch drüber gestülpt. Ne? Und vorne geht es ja auch bis auf die Dome. Ne? So wurde es mir eigentlich beschrieben. Ja. Dass es genau so ist. Das hast du eigentlich sehr gut erkannt. Genau davon wurde auch gesprochen. Die haben eh so ein bisschen Probleme mit Achsaufnahmen und so, dass das halt ein bisschen weich ist. Mhm. Ja, das ist jetzt halt Geschichte. Stimmt, das wird immer nachgeschweißt. Genau, weiter, ne? Genau. Klar, der hat auch noch diese Versteifungsbleche da drunter und sowas gekriegt. Das ist alles vorgebeugt und dann halt die Zelle rein. Machst du hier gleich radikal auch alles PU, volles Programm, Uniball? Oder wie ist da so der Plan an Achsen? Ja, da richte ich mich natürlich auch dementsprechend ein bisschen an Leute, die so Track-Tools fahren. Da streiten sich so die Meinungen. Zum Beispiel der Westbrook meinte letztens ganz klar, mach da Uniball rein. Ja. PU vielleicht hinten das Diff oder so. Dann höre ich halt dementsprechend auf die Leute, weil da fehlt mir die Erfahrung. Also es artet wieder so richtig aus. Es wird einmal komplett. Das heißt, das Diff kommt auch noch vom Westwood. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wahrscheinlich das 100% gesperrte ist ja für die Rennstrecke dann eigentlich ungeeignet. Genau. Das heißt, da kommt schön Lamellensperre rein und gib ihm. Genau. Krass. Nee, die Zelle ist schon... Schon männlich, ist, ne? Das ist halt eine richtige Zelle. Ja. Das ist schon richtig. Ja, wir waren beim Thema Gewicht. Ich würde sagen, diese Zelle... Ich würde sagen 50 Kilo. Ja, 45 bis 50. Na, ich hätte 60 geschätzt, aber... Bei 60 sage ich immer, ist es so, das heißt 60 Kilo, wenn wir die jetzt zu zweit, ist es dann ja schon so, dann hebt man schon richtig was hoch. Mhm. Und ob das so, ja, du grinst da jetzt erstmal, aber so aus dem Rücken raus und so weiter, 30 Kilo ist ja schon so, ist für uns schon ein wenig. Ja. Ich hätte jetzt, wir haben übrigens nach dem letzten Video ein paar Mal, waren wir wieder auf der Waage und ich habe mich jetzt tatsächlich ein paar Mal vertippt. Echt? Gibt es das auch? Ja, wenn ich zu lange was in der Hand habe, okay, dann verliere ich da so. Ich muss hochheben und schätzen und wiegen. Ja, ja, nee, also ich hätte jetzt so gesagt 45, 50 Kilo. Ja, mag hinkommen, ja. Weil es halt eine relativ kompakte Zelle noch ist. Mhm. Ne? Das ist so von der gesamten Länge und Breite noch recht wenig. Mhm. Aber es wird bestimmt einen Zuschauer geben, der uns das jetzt ganz genau sagen kann. Bestimmt, ja. Ja, oder weißt du, wie viele Meter Rohr das sind? Nein. Okay. Nein, ich glaube, ein Meter Rohr wird ungefähr sind so 2,5-3 Kilo. Ich weiß nicht mal, was das für eine Wandlung ist in dem Falle. Ups, was meinst du? 2,5er, 3er? Ja, 3er glaube ich nicht. Ich hätte jetzt auch so 2,5, 2,6 irgendwie so getippt. Irgendwie so, ja. Ja, krass. Mit Gurtstrebe auch direkt eh das Beste. Jo. Gurtstrebe heißt die Strebe, die da ist, wo man direkt hinter dem Sitz die Gurte ranmacht. Die Hosenträgergurte links, rechts. So, okay, das heißt, du hast die Radläufe neu gemacht, aber nicht breiter. Oder kommt das jetzt noch, oder wie? Hinten passt, vorne müssen wir wahrscheinlich ein bisschen die Kotis machen. Mhm. Ja, die Kante und sowas, das ist natürlich voll angelegt. Ja, ne? Okay, aber muss das jetzt nicht irgendwie massiv breiter, ne? Das passt. Weil wenn man jetzt hier so auf die Ecke guckt, gerade auch so mit der Abstützung hier oben, ist ja schon massiv, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt so überlege, bis das Ding irgendwie ein bisschen verbogen wird, ist da schon...
Ist da schon Bums hinter, ne? Ist aber kein Chromo, ist ganz normaler Stahl. Ich glaube, das war sogar Chromo in dem Fall jetzt, ja. Ich hätte jetzt von Schweißen hinten, hätte ich gesagt. Ich könnte jetzt gleich mal das Zertifikat holen, aber ich glaube, es war sogar ein Chromo. Ja, ich habe mich da auch schon mal so ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Theoretisch Chromo stabiler und leichter. Mhm. Es gibt aber auch einige, glaube ich, Rennserien und so weiter, wo du es nicht in Chromo darfst. Ah. Ja, das hat doch irgendwie was mit Langlebigkeit oder wie auch immer. Ich weiß okay. Es nicht mehr so. Da wird es auch jetzt wieder einen Experten geben, der es besser weiß. Bestimmt. Ja, so, okay. Ja gut. Den Reifen kennst du schon, den fährst du, glaube ich, aus dem Abarth, ne? Genau, ja, hier muss natürlich ein bisschen... Genau, hier muss was passieren, ne? Reifen, muss ich wirklich sagen, jeder kennt es, Nankang damals war ja so, ich will eine schmale, flache Pelle für schmales Geld kaufen, eigentlich fast geschenkt, da hat es sich ja wirklich, das war ja ein Reifen, wo es sich nicht gelohnt hat, gebraucht zu gucken, weil der neue ja schon immer so billig war, dass man ihn einfach gekauft hat. Deswegen hätte ich nie im Leben geglaubt, dass ein Reifen von dem Hersteller so krass funktionieren kann. Aber es ist wirklich auf dem Abarth brutal. Also am besten gefällt mir an dem Nankang, an dem AR1, dass, wenn der Reifen so halb warm war, also du als Beispiel das Auto einfach nur abstellst und eine Stunde später wieder losfährst, das funktioniert von der ersten Runde sofort. Krass. Also das war bei dem Reifen wirklich, das war geil. Der hat zwar auch irgendwann abgebaut, aber das war schon... Ja, Felgen sind halt ProTrek, die sind halt auf dem E36 relativ verbreitet. Bremse ist eine BMW aus dem F-Modell, aus dem 1.40 mit M3 E46 CSA-Scheiben. Die haben 345 mm. 345? Mhm. Krass. Dass das noch unter 17 Zoll geht, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass so bei 340 langsam schon Ende ist, aber da muss das ein extrem flacher Sattel sein, ne? Ja, also den habe ich auch nur einfach geholt, weil viele mir dazu geraten haben, dass das in dieser Kombination halt passt. Ja, das hat halt auch sofort das gepasst. Sieht das irgendwie krass groß aus, ne? Hast du jetzt gedacht, optischer 17 Zoll? Ne. Sieht echt groß aus, ja. Ich hätte jetzt eher 18. Die Pelle ist natürlich perfekt in der Dicke, ne? Das ist natürlich 2,35 vorne und hinten. Vorne und hinten. Genau, vorne und hinten. Ja, wenn die vorne warm ist, ist da natürlich, was macht beim Einlenken dann? Ja, da hätte ich eigentlich bei einer anderen Felge und bei einer anderen Reifenbreite und dann hieß es einfach Stopp. Der Tim von 413 Motorsport sagte zu mir, Alter, nimm unbedingt 2,35, das fahren die alle. Okay, dann wurde es bei 2,35. Ne? So, okay, nun zum Motor. Ja. Rein Sechszylinder. Ja. Ist ja fast eigentlich Ficht. Wobei, Salem baut ja auch so ein Track-Tool gerade als E36. Der lässt den Vierzylinder drin. Dann IS wahrscheinlich. Genau, weil wohl nochmal leichter und irgendwie so mit Gewichtsverhältnis und so weiter soll das auch krass fahren. Hast natürlich dann richtig Bauchschmerzen, da mal ein bisschen Leistung rauszukriegen. Ne? Das wird hier, dann schwieriger. Hier genau. Ist natürlich war das als Basis auch? Das ist ein Class 2, ist ein limitiertes Fahrzeug damals gewesen. Das war ein 318 IS. Ja, dann umgebaut auf einen Sechszylinder, so habe ich das Auto mal gekauft, war schon ein Sechszylinder drin, M50, B25, so schimpfen die sich. Es hat sich aber herausgestellt, es hat sich mal irgendwann jemand die Mühe gemacht und hat schon eine Kurbelwelle und sowas vom 2.8er eingebaut. Also es ist ein 2.8er. Ja. Genau. Und Kopf und so weiter, alles vom 325 quasi? Nee, das hat sich auch jemand die Mühe gemacht, das auch einmal alles umgehäkelt. Das ist irgendwie okay. So ein Teilepaket, einer hatte wahrscheinlich das im Regal und dann ging das los. Ich muss einmal nochmal auf den 318 IS eingehen. 318 ja. IS ist so ein typisches Auto für mich. Jugend, man war 15, irgendeiner im Dorf ist ein 318 IS gefahren, natürlich mit Remus-Auspuff, natürlich hinten Arsch hängt, die Autos waren hinten immer tiefer und dann Gänge durchgerissen, es hat sich angehört wie 500 PS. Es hat aber einfach, es ist nichts passiert. So wirklich ganz langsam ausgedreht das Ding, ne? Und gefühlt gerade mal so ein bisschen nach vorne gefahren. Ne? Okay, du aber gleich Sechszylinder, weil musst du einfach Leistung mehr. Ne? Genau. Kann ich aber verstehen. Ich könnte mich bei sowas auch nicht motivieren, dann da irgendwie in Richtung 300 PS zu gehen. Ich meine, wir fahren halt sonst relativ schnelle Autos und starke Autos geradeaus. Ich meine, gut, auf dem Track ist das schon was anderes. Aber ich habe jetzt halt auch keine Lust, da irgendwie zu verhungern auf der Geraden. Ne? So, der interessante Teil ist allerdings hier. Genau. Mal ganz was anderes, kein Sauger, kein Turbo, sondern Kompressor. Warum? Was hast du dir gedacht? Mir ging es jetzt hauptsächlich darum, um gleichmäßige Kraftentfaltung. Dass wir wirklich ein Band haben, was wirklich aus dem Drehzahlkeller losfährt und gleichmäßig den Ladedruck aufbaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem Track das Ganze ganz gut funktioniert. Kompressortechnik für mich absolut Neuland. Noch nie... Ich muss sagen, in dem Maße, jein, wir haben schon mal so ein paar Fahrzeuge umgerüstet, aber das waren fertige Kits.
Vor allem, ich bin auch mal gespannt, so abstimmungsmäßig, weißt du? Da kann ich dir ja noch jetzt aktuell gar nichts zu sagen. Das Kompressorcase habe ich vom Walter, vom GP Power. Da kriegt man hier die Halteplatte schon. Da kommt der Kompressor, da kommt noch ein separater Ölkühlkreislauf. Sprich, hier kommt noch irgendwo ein Ölkühler hin für den reinen Kompressorkreislauf. Ja, und den Rest baue ich dann halt selber, ne? Wie du hier schon siehst, Ladeverrohrung und sowas. Ölkühler würde ich auf jeden Fall, ohne dass ich jemals einen Kompressor gefahren bin, maximal groß wählen. Weil wenn ich mir überlege, das Ding hat ja, das wird schon krasse Übersetzung hier drin sein. Ne? Das heißt, ich glaube, hier ist schon ganz gut was drin los. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, eine Rennstrecke fährst du ja wirklich 80% der Strecke, noch mehr, eigentlich 100% der Strecke, fährst du immer mit hoher Drehzahl. Und hohe Drehzahl heißt ja bei Kompressor, weil dauerhaft angetrieben immer hohe Drehzahl hier drin. Dreh zwingt mit. Also genau. Da glaube ich schon, wenn du da mal ein bisschen länger am Stück fahren willst. Dass, ja. Und hier wird es ja auch definitiv so sein, je kälter, je besser. Auf jeden Fall. Das heißt, idealerweise so groß irgendwie. Ich würde mir sogar überlegen, ob du vielleicht den Kühler so machst, dass du einen großen Lüfter hinten drauf kriegst, dass du auch davor oder danach das immer gleich runterkühlen kannst, dass du bei wenig anfängst. Ne? Wie ist das bei Kompressor? Hat der dann irgendwie eine Klappe oder ein Pop-Off oder wie ist das? Ja. Weil der fördert ja dauerhaft die Luft, die du ja in manchen Bereichen gar nicht brauchst. Ja, also ein Blow-Off mache ich auf jeden Fall rein. Genau. Ich stelle mir das auf einer Rennstrecke mit Kompressor im Teillast schwierig vor. Weißt du, angenommen, du fährst in so einer Kurve raus, 6000 Umdrehungen, dann macht der ja eigentlich, ich sag jetzt mal, 600 PS. Das wird er ja so können. Ja. Du willst ja aber durch die Drosselklappe nur viel, viel weniger reinlassen. Das heißt, irgendwo muss diese Luft ja hin, weil der schiebt die ja hinterher. Das ist eine gute Frage. Wie sich das verhält oder funktioniert schlussendlich, ist eine gute Frage. Aber ein Blow-Off kommt auf jeden Fall halt mit rein. Genau. Ja, alles. Zur Not halt einfach quer raus, ne? Zur Not auch das, aber ja, wie gesagt, da habe ich selber noch keine Erfahrung, da müssen wir uns rantesten. Aber ich denke, also ich sag mal, ich hatte ja so eine Leistung, wo ich ganz gern hin wollte, ich sage mindestens 450 PS, das habe ich mir halt vorgestellt, mit Luft nach oben. Je nachdem, denke ich mal, wie du hier das Pulli änderst, dass das Ding dann halt auch 500 plus kann. Das heißt, 450 PS werden dann bei dem Motor irgendwie so 1 Bar, 1,2 Bar? Nee, weniger. Ich glaube, die fahren dann sogar nur so 0,8, 0,9. Dann fahren die schon so 450 bis 470 PS. Der Motor ist aber gemacht. Motor ist gemacht. Der Kopf war beim Walter einmal. Dieses O-Ring-System hat er einmal gekriegt. Und Pleuel hat er gekriegt. Genau. Und die Verdichtung halt minimal reduziert. Über Kolben oder über Platte? In dem Fall über eine minimal dickere Zylinderkopfdichtung. Das heißt, was, dann hat der jetzt irgendwie so 9,3 zu 1? Nee, der fährt so 10,0. Immer noch 10,0? Ja. Okay, dann wird da wenig Druck natürlich. Ja. Kommen, ne? Genau. Krass. Okay. Jo. Ja. Ist mal ganz andere Technik. Ich hoffe, dass du das lautstärkemäßig in den Griff bekommst, weil die Kompressormotoren sind immer extrem laut, weil die halt einfach keinen Schalldämpfer in Form vom Turbolader haben, weil der schluckt halt dann doch immer krass weg, der Turbolader. Ne? Na, ich wollte auch erstmal so Luftfiltertechnik irgendwo hier so nach unten machen, aber das hätte von der Verrohrung nicht gepasst. Jetzt muss ich hier halt noch so einen Bogen machen und hier wird er dann halt irgendwo ansaugen. Ne? Vielleicht macht man dann auch noch irgendwie so ein bisschen einen Kasten oder so. Ja, das sieht man, kennst du selber. Ich glaube, dass hier sogar selbst das Auspuffgeräusch laut wird. Na, drei Schalldämpfer auf jeden Fall. Schalldämpfer habe ich schon gebaut. So sechs in keins, ohne Turbolader dazwischen. Das Ding bekommt dann eine Abgasanlage von dir? Ja, genau. Baue ich einmal. Hier siehst du schon so ein bisschen Krümmertechnik, wenn du mal hier so reinfämst. Habe ich dann schon alles thermoisoliert, das Ganze. Und weiter ist es noch nicht. Es ist jetzt die Krümmer fertig, die Isolierung ist fertig. Und ja, jetzt Ladeluftkühler, damit ging es weiter mit so einer Umfeldabdichtung. Aber der Handbremsgriff sind auf jeden Fall 5 PS, ne? Ja, bestimmt. Das ist natürlich. Die bleibt oder willst du irgendwas Fly-Off-mäßiges machen? Ich weiß, vielleicht mache ich auch gleich eine rein. Ja, ein Shifter und so habe ich halt auch schon. Wo du sagst Shifter, Getriebe, wahrscheinlich 6-Gang? Oder willst du erstmal das 5-Gang lassen? Ich habe das 5-Gang M3-Getriebe. Das ist sehr stabil und das bleibt dann. Zumindest für die Leistung noch, ne? Irgendwann fängt das, glaube ich, auch an auseinander zu fliegen. Die fahren voll viele im Turbobetrieb. Auch richtig krass. Also ich kenne jetzt welche, die fahren 600-700 PS im Turbobetrieb. Und Achse hinten, lässt du dann so oder irgendwie richtig schön kurz machen? Weil realistisch gesehen wirst du mit dem Ding ja auf der Strecke, also wenn das Ding ausgedreht 250, 260 fährt, reicht das ja eigentlich vollkommen. Das reicht. Und ich glaube, das ist dann diese 315er Achse. Das passt. Das passt, okay. Genau, je nach Drehzahl halt, ne?
Genau. Ich weiß gar nicht, wie ist das? Du hattest gerade angefangen, Ladeluftkühler. Mhm. Im Verhältnis Kompressor zum Turbomotor. Mhm. Wird die Luft da tendenziell eher wärmer oder kälter? Von der Ladelufttemperatur. Genau, wie sie rauskommt, aus dem Kompressor oder aus dem Turbolader. Ich denke mal, je nach Arbeitsbereich. Ich kann mir vorstellen, wenn du so einen Verdichter, egal ob der jetzt ein Bar beim Turbomotor macht oder halt auch beim Kompressormotor, dass das ähnlich ist. Weil du hast hier natürlich einen Vorteil, du hast keine Abgase, die durchgehen. Mhm. Das heißt, du hast nicht so viel Wärme in dem Kompressor erstmal. Mhm. Aber natürlich wird das Öl und so weiter hier drin auch. Ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall, je geringer die Öltemperatur ist, das heißt, je kälter das ganze Teil ist, je kälter wird auf jeden Fall auch die Ansauglufttemperatur sein. Jetzt musst du eine Sache sagen, der Kompressor Exducer vom, also das Verdichterrad, hat 94 mm. Das ist richtig groß. Ja. Das ist so größer als GT35, ne? Das ist so 800 PS Lader. Genau, theoretisch richtig, richtig groß. Hier ist es ja aber so, er ist ja fest verbunden mit dem Motor und schaufelt kontinuierlich halt Luft, und wir haben ja kein Turboloch in dem Sinne. Deshalb kann man auch einen relativ großen Verdichter fahren. Mhm. Der ist natürlich bei ein Bar Tiefen entspannt. Ne? Ja, klar. Das heißt, der wird da auch nie groß Temperatur machen. Ich weiß nicht. Gerade mein Nenndrehzahler. Genau. Also das ist... Jetzt muss immer dazu sein, Limo kriegt jetzt 2x 88 mm. Alter. Das wird schon... Zweimal. Das wird schon männlich. Jetzt wäre mal interessant, wie viele Umdrehungen so ein Verdichterrad dann macht. In so einem Lader. Ne? Weil der müsste ja eigentlich auch irgendwie so in Richtung... Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, 30.000 Rücken, 40.000 Rücken wird er schon machen eingehen. Ne? Ich habe irgendwie so im Hinterkopf 40 bis 50. Ja, irgendwie so, also muss schon krass Übersetzung sein. Weil wenn man sich überlegt, Motordrehzahl, klar, hier hat man schon Arbeit. Ne? Das wird schon. Ja. Das heißt, hier kann man aber wirklich einfach nur kleineres Rad drauf, gleich mehr Drehzahl, gleich mehr Ladung. Genau. Krass. Genau. Ja, Sound wird auf jeden Fall eine Nummer. Ja. Mit dem Kompressor, das Jaulen und so, so bei Gasstößen. Krass. Ja, Ladeluftkühler, das heißt dementsprechend, aber das wird für 500 PS, wird ja schon gut funktionieren. Ja, ich denke, kein Problem. Das ist natürlich auch extrem geil. Das heißt, hier ist jetzt wirklich genau Stoßstange frei und es muss da durch. Genau, das klemmt richtig hinter der Stoßstange ein. Mhm. Das heißt, jegliche Luft, die von vorne kommt, wird gezwungen, muss da durch. Muss zwingend dadurch, genau. Weil das bedenken halt nach meiner Meinung auch ganz viele nicht. Ne? Die bauen sich da die geilsten Ladeluftkühler ein. Ja, aber im Prinzip kann links, rechts, nach oben und nach unten immer die Luft weg. Also da kannst du noch so ein tolles Netz haben. Wir hatten ja extreme Diskussionen, als ich bei dem B7 die Hoffnung hatte, mit diesem RAM-Air-Effekt. Mhm. So, da waren ja einige dann so schlau und haben auch eigentlich bewiesen, dass man kaum Druck aufbauen kann, Luft auf Luft. Mhm. Ich glaube, was hier aber viel entscheidender ist, halt einfach gar nicht, dass man die Luft durchpressen will, sondern dass das ganze Netz angeströmt wird. Mhm. Wenn das sonst hier alles offen wäre, wird die Luft halt, die oberen Reihen würden gar nicht angeströmt werden. Aber jetzt natürlich, wenn es komplett abgeschottet ist, muss die Luft durch alle Reihen durch. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende den Effekt macht. Ne? Ich kann es mir zumindest gut vorstellen, dass das halt richtig gut funktioniert. Ja. Das ist einfach nur mal kurz nochmal eine Verstrebung, weil das ja relativ dünnes Alu ist. Halt, ne? Ja. Genau. Okay, krass. So, letzter Punkt, liegt hier schon, Steuergerät. Genau. Du bist der Max-ECU-Fan. Yes. Die kommen ursprünglich aus Schweden, ne? Genau. Boah, ist aber schwer. Solides Ding. Krass, da muss schon was drin sein, ne? Ja. GPS-Antenne anschauen? Mhm. Genau, hier ist direkt für Map, ist für Druck. Ah, sogar direkt mit kleinem Festo, ne? Genau. Dann gibt es noch zwei unterschiedliche. Es gibt noch die H2O, die hat dann abgedichtete Stecker. Falls du das irgendwo gezwungenermaßen im Motorraum verstecken musst, Spritzwasser geschützt. Durchs Wasser fährst. Ja, mehr oder weniger. Genau. Okay, Race heißt, da gibt es auch verschiedene Versionen von? Genau, es gibt verschiedene Versionen. In dem Falle die Race, für das, was ich machen möchte, ich will eine funktionierende Klopfregelung und sowas haben, ist das die Race dann eigentlich so die beste Wahl. Mhm. Genau, da gibt es einen passenden Kabelbaum schon für. Ja, den gibt es so von Hersteller. Genau. Den gibt es so fertig. Das ist natürlich krass. Das, also, bis man selber den Kabelbaum so gebaut hat, bist du Minimum 50 Stunden am Werken. Ja. So, ne, wenn man das erste Mal macht, da ist wirklich... Genau, ist einfach nur anstöpseln. In dem Falle ist das ein M50 Kabelbaum. Mein Motor hat den Kabelbaum von M52. Mhm. Das sind so ein paar Stecker abändern. Aber es ist nicht viel. Nicht die Welt, ne? Ne, nicht die Welt. Und dann hast du einmal komplett alles neu. Hier will er direkt andere Spulen anstecken, ne? Wenn genau, ich das schon VHG-Spulen. Mhm. Genau. Der Stecker kam mir gleich bekannt vorher. Die kennst du. Genau.
Ah, und das ist sogar richtig für Klopfsensoren geschönt. Ne, für Drehzahl, genau. Drehzahl. Das ist Drehzahl, genau. Ladedruck hier, hier ist schon alles halt bei, ne? Genau. Und dann halt auf einen Extra-Stecker kannst du dann Belegungen machen. Das ist natürlich geil, ne? Das ist alles, also da muss ich wirklich sagen, ist cool, ne? Das haben die wirklich gut gemacht. Ja, finde ich auch. Krass. Und keine Fehlerquelle in dem Sinne, alter Kabelbaum, irgendwelche Brüche. Ich meine, das Auto ist wie alt? 30 Jahre alt? Mhm. Knapp. Ja, das Beste, was machen wir jetzt. Der kommt auch direkt von Max E-Zug. Mhm, genau. Was kostet so ein Kabelbaum, ne? So roundabout 300 Euro. Krass. Ist fair. Ja, aber ne, das ist definitiv nicht fair, sondern das ist günstig. Ja, kannst du absolut gar nichts zu sagen. Ja. So, Marius ist ja auch so ein Freund der Elektrik immer. Nicht? Ja. Wenn er dem 1.000 Euro für Kabelbaum gemacht hätte, das hätte er lieber gekauft, als selber bauen. Ja, ist ein Witz. Also das ist wirklich, alleine weiß er selber, was hier auch an Material drauf geht. Genau. Ne? Für Kabel, Steckergehäuse, die ganzen... Bei VW, wenn du es jetzt bei VW kaufen würdest, zahlst du ja für ein Steckergehäuse schon 10 Euro immer und für die Tülle nochmal 8 Euro. So, ne? Boah, krass, ja. Ja, das ist so. Sammelt sich das schon das ganz sind halt die typischen Sachen, die halt mal schnell mit dem Schraubenzieher kaputt gebrochen werden. Genau. Ne? Das heißt, die müssen auch schnell mal teuer sein. Ja. Das ist auch lohnt, die zu ersetzen. Ja. Okay. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie gerade so abstimmungsmäßig das mit Kompressor und auch auf der Rennstrecke funktioniert. Die wird ja auch so Boost by Gear und sowas auch definitiv alles können. Ja, natürlich. Dass sie den alles... Wobei Boost by Gear stelle ich mir schwierig vor. Aber Boost by Gear geht ja bei Kompressor geht nicht. Rein. Ne? Ne, klar, eine Traktionskontrolle und solche Spielereien, die können wir mit reinmachen, aber Ladedruck können wir in dem Sinne nicht regeln. Es gibt Kompressormotoren, die können Ladedruck regeln, die haben dann so einen Bypass. Ja, das, die lassen dann auf. Genau, das war ja vorhin hier meine... Volkswagen beim 3-Liter TFSI, bei den bisschen älteren S4 und sowas. Das wäre genau meine Überlegung gewesen, ob es nicht da auch eine Möglichkeit gibt, als Beispiel, kann ich dir vom Auerrad geben, die waren nämlich nur so klein, noch eine zweite Drosselklappe quasi ranzumachen, die du halt dementsprechend aufstellen kannst, dass sie einfach ablesen. Sowas zum Beispiel, das müsste man jetzt einfach mal überlegen, ob man sowas macht. Ne? Wenn der in Richtung 500 PS geht, wirst du ja erste, zweite Gang auf jeden Fall deutlich rausnehmen müssen eigentlich. Ne? Kann sein, aber das Drehmoment bleibt flach, weil der Ladedruck kommt ja mit Drehzahl. Also ich schätze, 500 PS sind auch nur 500 Newton. Newton, ja. Ungefähr. Ne? Wie hoch kannst du den drehen? Ich werde so circa 772 drehen. Denkst du, du wirst fertig bis zum Frühjahr, ne? Ja, auf jeden Fall. Das jetzt komplett durch. Ich ziehe komplett durch. Das heißt, jetzt ist einmal Probemontage, dann wieder raus, dann lacken. Genau. Einmal, jetzt mache ich die Abgasanlage als nächsten Step. Ansaugung, hast du mir heute ein bisschen Rohrbögen und sowas mitgebracht. Das baue ich alles fertig, dann alles raus. Der Lackierer freut sich schon richtig. Der war schon da und hat sich das angeguckt, weil innen mit der Zelle und sowas lackieren. Da hat er richtig Spaß. Vor allem muss er das ja schon, also klar, es ist ja am Ende ein Rennauto, ne? Aber die rostet ja hier und da schon so ein bisschen. Das heißt, das muss man schon alles... Auf jeden Fall. Alles wieder blank machen. Halt, ne? Genau. Dann alles wieder raus, sprich einmal die ganze Technik raus. Gewisse Sachen vielleicht pulvern, versiegeln und dann einmal Lack drüber und dann am Ende wieder zusammenstecken. Und dann geht's los. Und dann hoffentlich nicht in der ersten Runde eine Planke stecken. Ja, man muss bei solchen Autos immer sagen, man rechnet ja schon irgendwo mit. Ja, klar. Sonst bist du halt einfach nicht am Limit gefahren. Ist genau. Halt einfach so, ne? Genau. Was soll's, ne? Ich wollte eigentlich am Anfang das Ding irgendwie, bringst das Ding irgendwie auf den Track, aber baust eine Sache auseinander, okay, das gefällt dir nicht, dann gefällt dir das nächste nicht und eigentlich ist es dann ja wie immer eskaliert. Es ist auch eigentlich, klar, man muss es sich finanziell immer leisten können, aber so ist schon der richtige Weg, dann gleich die Zelle machen, dann gleich dich auf Rennstrecke fokussieren, ne? So hast du da am meisten Spaß und es ist halt auch am Ende am einfach am sichersten. Ne? Ja, muss man einfach immer so Sicherheit dazu sagen. Soll halt auch schon wichtig sein. Ja. Okay, ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben wieder einen Schritt in Richtung Tuning gezeigt, der auch nicht zu vernachlässigen ist und ich hoffe, es werden einige von euch nachbauen, weil dann wird nämlich nächstes Jahr auf der Rennstrecke auch richtig was los sein. Bis zum nächsten Video und guten Rutsch!